Annika, nach einem harten Arbeitstag, ja, du noch vor der Optik? Ja. Naja, ah, geht noch, geht noch. Ja. Na, grüß dich. Wie geht's dir? Prima. Also, na geht so. Also wie man so sagte früher, geht so. Ja. Jeder Tag hat so seine Herausforderungen und die Zeiten steilen auf. Musst du ja auch Stimmt. merken bei dir. Spannende Zeiten, wahrlich, wahrlich. Kommst du abends nicht nach Hause, so wo wirklich dann so alles auf dem Fußboden schon schleift und du dich mühsam so durch die Tür quetscht, um dann auf dem Sofa niederzufallen, weil es einfach so anstrengend war? Ja, schon, aber ich glaube, es ist besonders anstrengend halt in den letzten Zeiten. Hm. Ja. Wenn man da draußen ist, zum Glück muss ich ja nicht raus. Ich muss hier nur so eine Sache machen wie Bäume fällen. Ich bin ja noch in der Großstadt, deswegen ist es besonders anstrengend. Der Großstadt. Ja, da bin ich ja geflohen. Ja, ein Szenekind flieht aus der Großstadt. Schon ein bisschen, ja. Du hast mir ja letztens versprochen, du hast Sessions gemacht auf noch mehrere Leute, die mich interessieren würden. Andere Leute würden zum Beispiel, naja, so eine Propheten interessieren, so wie Casey. Und hat dich ja offenbar auch interessiert, nicht? Sonst hättest du ja nichts gemacht. Und da würde ich mal gerne von dir hören, was dabei rübergekommen ist. Kann ich gerne ein bisschen erzählen. Ja, erzähl mal. war das Target, also ich habe das ja alles solo geviewt und angelehnt an unsere Protokolle, aber es kam dann doch ein bisschen anders aus. Ich habe angefangen mit unserem Videogramm ganz normal und habe, also das Target war die Frage und die war, es geht also mich, Messages from Edgar Casey for Angelica. Show her the purpose and how and where she should be in the next 2 to 3 months. Show her the best place and the work that is most important for this time. So, das Wann war hast du mein. das gemacht? Wann hast du das gemacht? Das habe ich gemacht am 12. März. Also das ist aktuell. So, ich dachte, ich probiere einfach mal, was geht. Okay, was geht? Ja, okay. Also. Ich war dann also ganz normal alles gemacht, um reinzukommen in diese Zone, wie wir das machen. Und dann war auf Seite 3 bin ich dann zum Frage-Antwort-Modus reingerutscht. Ja, was hast du Und gefragt? die Frage war dann, also ich habe mich bedankt erst, dass ich mich fragen darf, genauso bin ich reingerutscht und dann thank you for finding solutions in this very special time for mankind. And the question was, what is my now purpose? Und dann kam als Antwort, to be fully Bitte? be. To be. To be, sein, einfach, sei einfach. Ne? Und Ja. dann habe ich gesagt, was denn? Sei einfach du selber. Ja, und dann von ihm noch dazu, also soll ich, also ich soll ich sein oder was, ja? Und dann, yes, and it is time to remember your gift from the past. Okay, und dann ist es richtig, dann ist sind so atlantische Aspekte reingekommen, die waren ziemlich abgefahren, ja? Und er hat davon. Die Tonqualität ist wirklich echt nicht gut. Wir können es auch verschieben und ich schicke dir das nochmal, dann kannst du es, Siehst naja, du, na, vielleicht. wir können auch mal so, also weil dann also Englisch übersetzen und das kriegst du Das es stimmt, hin, ne?
In Deutsch. Ich kann es gleich auf Deutsch sagen, auch. Ja. Versuch's mal. Da kann man besser Okay. ausbessern, wenn da irgendwas fehlt. Ich schaue mal, ob das geht. Wenn nicht, dann machen wir es irgendein andermal oder so. Aus irgendeinem Grund ist wirklich der Audio Das ist schlecht, ne? irgendwie ja, nicht gut. Ich versuche rauszukriegen, was es ist, aber es ist gleichzeitig übersteuert und hat so einen digitalen Effekt. Das ist auch für die Ohren der anderen dann anstrengend. Ich denke, es ist auch vielleicht auch nicht so gut, wenn es zu lang immer ist, ne? Ja, Dann aber ich kannst bin du sehr gespannt, weißt du? nicht. Okay, soll ich einfach jetzt weiter? Versuch einfach mal, ist ja egal. Also Ja, informiere kannst mich du einfach mal fragen. einfach. Ja, genau. Also dann kriegst du auch einen Überblick, ob das überhaupt was Ja. wäre oder nicht. Okay. Genau, die Zeit ist jetzt für dich gekommen, dass du dich erinnerst an deine Talente oder das, was von der Vergangenheit, speziell aus dem Tempel. Das, ja. Okay, dann habe ich gesagt, bitte erkläre, was bedeutet das? Also Tempel oft, das habe ich nicht ganz verstanden, auf Beauty irgendwas. Also es ging irgendwie oder ja. Bitte erkläre mir das. Ja, deine Aufgabe ist es jetzt, Menschen zu helfen, ihre Burdens, keine Ahnung, das, was sie belastet. Ja, Ja. richtig. Fällt mir auch gerade nicht das richtige Wort ein. Würde. Ja, genau, ist ja eigentlich Würde. Ihr Leben frei leben können ohne Hindernis, ohne dass sie behindert werden, dass sie selber bestmöglich ihren Körpers, ihre Bestimmung vielleicht leben können, frei von Schmerzen, Ailment, ich weiß auch nicht, was das heißen soll, dass du denen hilfst, die Energie Levels, also zu reparieren. Genau. Und es geht vor allem um das Energiefeld, das die Lebensenergie. Genau. So dass das Leben oder der Life Breath, also der Atem des Lebens, verwendet werden kann, um das zu tun, was jetzt am wichtigsten ist. So irgendwie. Macht jetzt Ja, das so du zu. bist da nicht sehr weit weg von anderen Sessions. Ja, genau. Also, bitte dann wieder meine Frage: Wie würde das genau funktionieren? Wie kann ich das anstellen oder wie kann ich das tun? Und dann kam die Antwort, hab keine Angst, also don't be afraid. Alles wird funktionieren, so wie es gedacht ist zu funktionieren. Bleibe in der Vibration of Love, auf dieser Frequenz der Liebe eigentlich und verwende diese Rays, diese Strahlen oder Schwingungen, die Schwingung oder Frequenz. Diese Rays and Frequency, ich weiß ja nicht, was der Unterschied ist, die Frequenz ausmachen. Okay. Und das kann man aus dem Äther holen, genau. Take it from the Äther. Think it and you will manifest it. Denk daran und du kannst es manifestieren. Es hat alles zu tun mit dem Installieren der Fähigkeiten, die Menschen ursprünglich hatten, beziehungsweise die Humans originally designed for, was die Menschen eigentlich. Das sollten die eigentlich ursprünglich alles können. Macht das Sinn? Ja? Du bist völlig in der Spur. Okay.
Dann geht es weiter. The power to levitate, also die Kraft zum. Levitieren. Ja, und manifest through thought, also etwas durch die Gedanken zu manifestieren. Und Ja. the carrier is always, also woran das getragen wird, the word and the purest thought without a doubt. Also das Wort und der reinste Gedanke ohne Zweifel. Ja, du musst immer formulieren. Am Anfang Ja. war das Wort. Du musst sagen, was du willst. Genau. Also das ganz klar. Du musst ganz genau wissen, Ja. was du sagst. Also das Wort muss klar sein und der Gedanke und auch dann kein Zweifel. Und dann kam irgendwas, was ich auch nicht verstanden habe, also eine gestandene Welle, dann ein Pfeil ist gleich a frozen future. Also eine gestandene Welle in der ist die frozen future. Pull it into the now. Zieh dieses in das Jetzt and move the timeline into now. Und zieh diese Zeitlinie in das Jetzt. Programmiere deine Zellen, das ist richtig abgefahren, to portal travel into the desired future. Also ich sage das nochmal. Program yourself to portal travel into the desired future. Also programmiere deine Zellen, um portal travel in die Zukunft, die du gerne haben möchtest. Angestrebte Zukunft. Bestätigt sich. Ja, genau. Ja, ja, ja. Haben wir alles in anderen Sessions. Echt? Ich brauche hier gar War nicht schon so ohne lange abgesprochen. her. Lange her. Wir haben auch mal ein Projekt gehabt über Zukunftskontrolle. Ah ja, das ist ja spannend. Ist Und schwierig das. und du musst sehr genau wissen, was du willst. Genau. Ja, ich glaube, das ist wichtig, nicht, dass wir Ja. irgendwie. Frag die Matrix. Genau. Und dann kam ein Bild, das ich gezeichnet habe. Also dann kam die nächste Stufe. Und ich kann es dir dann, du kannst es ja reinblenden oder ich zeige es dir jetzt einfach so oder soll ich es dir dann nachher einfach geben zum Reinblenden? Na, mal so gucken, weil weißt du. Also es ist ganz komisch. Es ist nämlich ein, ich würde sagen, ein Kopf in der Mitte ist ja, keine Ahnung, man könnte sagen, ein Auge. Und dann ist eine Art Hals und um den Hals ist ein Ring. Und der Ring, der habe ich eben, der vibriert. Ja. Dann links und rechts zwei Hände. Und das geht tatsächlich, das Ganze geht um Energie aufnehmen und abnehmen. Und du kannst das dann nachher vielleicht einwenden, aber es ist ziemlich crazy. Und in der Mitte ist auch das Herz. Also es geht tatsächlich um die Verbindung zwischen Herz und Bewusstsein, würde ich meinen. Und dann kam noch der Gedanke, dass es geht um Soundkeys. Und die konnte ich, die habe ich dann versucht aus, ich habe die so durchbekommen, aber es ist eigentlich eine Einheit. Okay. Ich könnte das nachsehen, aber ich habe immer versucht, das richtig zu treffen, indem ich einfach Striche gemacht habe. Also es ist eine Art Soundkey. Den brauche ich und ich glaube, der hängt mit der Vibration zusammen. Den braucht eine Okay. gewisse Sache. Und ich glaube, dass das hängt dann mit diesem Levitieren zusammen, manifestieren. Okay. Gut, wir haben da ein bisschen andere Ansätze, aber vielleicht ist das auch hier Interpretationssache. Ja, Und wie dann sich meine Leute Frage. ausdrücken. Okay, meine Frage ist dann, was soll das? Was bedeutet das? Bitte erkläre. Und dann die Antwort, dein Soundkey ist wichtig, um die Blockaden zu öffnen. Und to enter the gates. Okay. You will see, also du hast sehen, es wird dir gezeigt.
Dann habe ich nicht nur gedankt, danke. Und jetzt bitte zeig mir, wo muss ich jetzt sein? Was ist das? Where's the best possible place? Und dann kam in der nächsten Stufe wieder, habe ich einfach gezeichnet, wieder ein Bild. Das war ganz interessant. Das ist wieder so ein rundes Teil, das oft vorkommt in den anderen Sessions auch. Und das ist irgendein Energieteil. Dann hatte ich eine Insel, die in der Mitte, da stand Bruch. Also, vielleicht siehst du das. Ja. Ich sehe das. Zu dem Teil war eben, das ist irgendwie, zeigt Bewegung, Energie. Und das ist sehr stark, mega stark, habe ich geschrieben. Dann wird irgendwas also vielleicht ist die Insel auseinandergeschoben wird, eine Wasserlinie und dann nochmal Richtungswechsel der Energie, also dann hier ein Zeichen mit einem Richtungswechsel. Also ein, vielleicht sind es auch zwei Inseln? Kann auch sein. Die Sache ist super, wenn man jetzt einen Monitor gehabt hätte. Ja, es ist klar, da fällt dir jetzt einfach nicht ein, was für eine kluge Frage du stellen könntest. Meine Frage war dann nur, wo soll ich sein? Und dann kam die Antwort weit weg. Okay. Weit weg von was? Von dem Punkt, an dem du jetzt bist? Oder wie? Wo soll ich sein? Aber es wird mir gezeigt. Ja, ich meine, weit weg ist natürlich relativ. Ja, genau. Ich hätte eigentlich sagen sollen, was meinst du? Dann hätte ich, aber dann war ich schon ein bisschen nicht genervt, aber ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt. Ich war schon nicht genervt, aber ich habe mir gedacht, das ist alles zu sehr. Ach so. Und dann habe ich auch nicht mehr so weiter, habe ich aufgehört. Und habe mich bedankt. Okay. Ja, vielleicht. Ja, das könnte natürlich eine Südseeinsel sein. Theoretisch schon, ne? Hast du bloß keinen Zahnarzt? Stimmt. Das ist immer blöd. Wenn man aber so das, ja, am Ende der Welt flieht. Das stimmt. Ja. Vielleicht ist ja weit weg nur ein paar hundert Kilometer. Von aus. Weit weg kann eben aus dem bisherigen Denkbereich sein. Ja, das kann das sein. Das kann ja auch eine Energiesache sein. Dieser Richtungswechsel kann ja auch einfach eine Energiesache sein, theoretisch. Das ist oder von einer Idee. Session drauf. Ja, genau. Nimm dir einen Viewer und dann bist du mein Monitor. Genau, und dann kann ich genau fragen. Ha. Ja, kannst genau fragen. Nimm dir Marco. Der zeichnet dir eine Landkarte. Ich brauche auf jeden Fall eine Landkarte. Ja, aber du musst auf jeden Fall gucken, in welche Richtung und wie weit von deinem Ort aus. Ja. Weil sonst wirst du dieser Auffindung des Ortes nicht Herr. Es gibt so viele Orte auf der Welt. Ja, du kannst dann vielleicht noch, was aber auch nicht immer funktioniert mit der Flagge, oder aber du kannst fragen, was da das Nationalgericht ist. Ah, das ist auch spannend, ja. Ja, aber komm mir da nicht mit Pölse. Ja, genau. Ich habe ja schon eine gemacht, auf wo ich sein soll, ne? Und das war eigentlich ganz cool, aber ich habe leider, und es wäre eine tolle Sache rausgekommen. Also ich habe die Küstenlinie genau bekommen. Okay. Küste unten am Strand und ich bin oben, also das ist oben und man schaut herab und es ist genau beschrieben, also wenn ich jetzt das sehen würde, würde ich es wissen, was das ist. Komm mal vorbei, da gibt es auch Steilküste. Wir sollten schauen. Und dann tatsächlich, dann sind wir in die Koordinaten, Stufe 6 und dann habe ich die falschen Fragen gestellt einfach. Also man hat schon wurde zwar noch gezeichnet, ein Festland und eine Insel,
Und ich konnte durch den Abstand der Insel kann ich ungefähr, also durch den Durchmesser der Insel kann ich ungefähr den Abstand zur Küste mir irgendwie mir vorstellen, was es sein könnte. Ich habe so eine Idee, aber ich sage das erst, wenn es tatsächlich Naja, also das Problem ist natürlich, wenn du in einer Landschaft bist, die sehr viele Faktoren hat, die mit sowas übereinstimmen. Also wenn du irgendeinen Inselkram hast, ja, mit auch irgendeinem Festland oder sowas, dann hast du, also natürlich, was man immer denkt, ja, Südsee und so weiter, Papua Neuguinea, die ganze da, was weiß ich was, ja. Allerdings hast du hier im Staatsbereich von Dänemark, hast du wirklich mehr Inseln, als du in deinem Leben erforschen kannst. Von winzig bis groß. Ja. Hier hat sozusagen die Eiszeit-Endmoräne gekleckert. Ja. Und da sind also überall Inseln, größer, kleiner, und du hast natürlich auch ein Stück Festland und gegenüber ist auch Festland, also mehrere, ne? Und du hast Inseln, die weiter weg, also weiter auseinander sind, und solche, die ganz eng zusammen sind. Und das, dass man also eine sehr kurze Brücke, also nach hier gibt es ja auch eine sehr kurze Brücke im Prinzip. Ja? Also der Sund, der hier da durchläuft, oder Fjord, oder wie man das so nennt, der ist, naja, 500 Meter, aber mehr nicht. Ja, und das ist eine bessere Autobahnbrücke. Also, ich meine, es ist faszinierend, so rüber zu fahren und dann auf Sonderbord zu gucken, besonders so nachts, wenn das alles so leuchtet und du guckst dann so runter. Ist schon toll, ja. Merkst du gar nicht, dass, also da ist noch eine andere Brücke und die hat, also, was weiß ich, so in Richtung fahren oder sowas 100 Meter oder 200 vielleicht, ja. Man nimmt es gar nicht als Insel wahr. Und trotzdem, de facto ist es eine Insel. Und solche Sachen erlebst du halt hier durchweg, Brücken, und dann kommst du wieder an eine Stelle, wo brauchst du eine Fähre. Hat sich eine Brücke nicht gelohnt. Ja. Und wenn du nach Schweden rüberfährst, dann hast du die ganz große Brücke. Und das ist auch ein echtes Erlebnis. Wobei die gesamte Entfernung zwischen den beiden Ländern wird natürlich aufgeteilt und nur ein Teil, ein Drittel vielleicht oder sowas, ist wirklich die große Brücke. Ja, ansonsten hüpfst du da über landvorgelagerte Bereiche und so, Halbinsel und so ein Krimskrams da und so weiter. Aber es ist schon ein Erlebnis. Was will ich damit sagen? Ich kann dich hier an verschiedene Orte fahren, die, wenn ich da reingeguckt habe in die Session, dir bekannt vorkommen könnten oder also die der Session entsprechen. Und dann ist immer die Frage, ob du vom Gefühl her sagst, jo, das ist es oder nicht. Ja, also das ist bei sowas natürlich total schwierig. Ich hatte, das weiß ich noch ganz genau, also diese Sachen prägen sich natürlich ein. Als ich 97 Ausbildung gemacht habe, habe ich ein Target gehabt, also später, in späteren Stufen, wie heißt dieser Park, Los Angeles United, dieser Filmpark da, wie heißt der nochmal? Ich habe gerade eine linguale Hemmung. Geht mir auch oft so. Ja, ich denke dann immer, aber das hatte ich schon in der Schule, immer wenn ich an der Tafel stand, dann wusste ich immer nicht, was ich sagen sollte. Tragisch, tragisch. Also diese Kinostadt in Los Angeles, ja, und der Universal Studios? Universal, genau. Universal, komm da mal. Also, Universal Studios ist
LA halt, und um dort reinzukommen, also klar, vorher Kasse und so weiter, ja, und um dort reinzukommen, musst du ungefähr, also gefühlt einen Kilometer, eine Rolltreppe runterfahren von oben. Und diese Rolltreppe ist überdacht mit so einem leicht grünlichen Glasplastik mit Streben und so weiter, dass das auch hält und so weiter. Du fährst quasi in einem lichtdurchfluteten Tunnel runter. Ja. Und das hatte ich in der Session. Und dann habe ich, als ich da war, dann dachte ich, das war dann so 3 Jahre später, dann da war, also muss ich dann einen Film begutachten, also ich musste Farbmatching supervisen, wie man so schön sagt, ja. Und dann haben wir natürlich einen Ausflug zu Universal gemacht. Und dann kam ich da an und dachte, ah, aha, also das ist es, ja. Bekannt vor, ja. Genau, kommt ja bekannt vor, aber was ich dann vermisst habe, war dieses, boah, kribbel, kribbel, hier war ich schon mal oder so, sondern ich habe halt nur gedacht, aha, so, aha, das ist es also in echt. Die Leute sind halt alle sehr unterschiedlich, deshalb kann man nicht sagen, wie du also reagieren würdest, wenn es das tatsächlich wäre, was gemeint ist, ja, oder ob es eben nur halt so ähnlich aussieht und für dich die Ähnlichkeit ausreicht. Ja. Ich packe noch mal einen View drauf, so mit den Ja. richtigen Fragen. Ja, klar. Also wir haben ja dann früher das Projekt gehabt, Safe Place. Also weil, naja, 97, 98, 99 war man der Ansicht, dass 2000 die Welt untergeht. So. Hat man denn Sessions drauf gemacht, wo, ich meine, das ist interessant, ja, die Welt geht unter und du suchst ein Safe Place. Ja. Wir haben dann herausgefunden, dass die Welt halt nur partiell untergeht, beziehungsweise also, wenn die Viewer in die Hotspots der klimatischen Ereignisse, wie auch immer, geraten, ja, dann ist für die natürlich dort an der Stelle Weltuntergang. Ja. Dann ist so 98 war, da ist halt Borneo abgebrannt, da konnten sie mit dem Schiff nicht dran vorbeifahren. Nicaragua, glaube ich, ist unter einem riesigen Erdrutsch begraben worden, also nicht ganz Nicaragua. Dann ist, ich glaube, Ätna oder so ausgebrochen. Und immer wenn du an der Stelle bist, dann ist es halt überwältigend und dann bist du drin und dann sagst du als Viewer, ja, Weltuntergang. Ja. Und natürlich ist das Problem, dass solche Ereignisse, wenn du schon ein Target drauf machst, ja, dass das dann der größte Attraktor ist. Das heißt also, du musst aufpassen, die haben damals auch ein bisschen formuliert, so beschreibe den Weltuntergang. Das dirigiert dich ganz genauso dahin. Ja? Und dann weißt du nicht, ist es jetzt wirklich oder ist es halt nur eine Teilfrage von dem Ganzen, die beantwortet wird. Ja? Du suchst einen Ort zu einer Zeit, der wirklich ziemlich schlecht ist zum Leben, hier. Ja? Und wenn du denkst, da geht jetzt die ganze Welt unter, dein Problem. Ja? In Wirklichkeit war es dann halt nur Borneo oder Nicaragua oder sowas. Ja. Ja, was mir aufgefallen ist, dass tatsächlich bei der ganzen Session, ich habe das Gefühl irgendwie, dass ich doch hier, wenn auch nicht lange, aber auf jeden Fall mal hier weg sollte. Und tatsächlich kam immer bei allen Sessions raus, dass es tatsächlich das Wichtigste ist, der Ortswechsel und aber auch das Bewusstsein. Also das sind immer das waren die zwei Konstanten. Kam bei allen Sessions raus, der Ort ist wichtig und dass du eine gewisses Bewusstsein hast. Das Aber das kommt auch bei allen anderen raus. Ja, also die, ich will jetzt nicht sagen, die Aufgewachten oder alles so ein bisschen schwierig, aber die halt mit dieser Information zusammengekommen sind, die halt darauf gekommen sind, ob sie aufmerksam gemacht wurden oder
ob sie es selber gesucht haben oder wie auch immer. Aber jedenfalls, also die, die wissen oder so, die machen dann was, um, weil es so banal wie war, ja, um daran vorbeizukommen, an dem, was eben nicht gut ist. Ja. Und ja, also das einzige Problem bei dem Ganzen ist dann nur, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Genau, das ist schon sehr wichtig. Und da muss man sagen, es hilft überhaupt nichts, wenn du irgendwas auf der Timeline machst. Also die Zeitorte auf der Timeline, die können sich relativ leicht verschieben. Was aber sich sozusagen nicht verschiebt, beziehungsweise also was sich zwar verschiebt, aber was du als Anhaltspunkt nehmen kannst, ist Ereignisse. So. Und es heißt also, du musst, wenn du eine Session machst, musst du dann fragen, welches Ereignis geht dem Ereignis, das ich unbedingt gehen muss, voraus. Ja, also wenn du das so kriegst, ja, dabei ist es dann egal. Also meine, man kann ja mal fragen, sind Blätter an den Bäumen oder fallen sie gerade runter oder irgendwie so ein Zeugs, ja. Ist es gerade warm draußen oder fällt da Schnee oder ja, so, ne? Krimskrams. Oder suchen wir gerade Ostereier? Wobei, also das ist schon wieder zu definitiv oft, ja, weil sich Ereignisse auf der Timeline verschieben können. Und man sieht also nach einer Weile, hast du ja vielleicht schon gemerkt, die Zukunft als eben eine Kette von Ereignissen. So. Und dann kommt irgendwo in dieser Kette ein Ereignis, was du gar nicht willst. Dann gehst du in dieser Kette zurück und sagst, gut, welches Ereignis war vorher und welches Ereignis war vorher und so. Und damit kannst du dann, wenn du dein Außen beobachtest, kannst du dann relativ gut feststellen, wo du gerade bist, also wann du gerade bist. Ja, das ist so putzig. Und wir haben ja hier diese ganzen letzten Sessions aus den letzten Jahren dann immer auch so als Ereignisse betrachtet, also als Zustandsbeschreibung eines Zeitortes, wo wir dann gesagt haben, okay, da ist nichts in den Regalen und so weiter. Ja, oder wenig in den Regalen und so. Und dann kannst du gucken, kommt das Ereignis? Und dann hast du einen Orientierungspunkt. Ja. Oder wenn, also in der anderen Session, die ich von hier veröffentlicht habe, dass die Timeline zwar ein bisschen unscharf ist, aber auf den Ereignissen, wann sozusagen die Ratten das sinkende Schiff verlassen. Also wenn sich aus dieser bestimmten Gruppe die Leute entfernen, weil sie dann nicht mehr verantwortlich gemacht werden möchten. Ganz schön beobachten jetzt Und das schon ein kannst du bisschen. beobachten, ja. Ne? Haben wir auch gerade. Genau. Und was hat dir dein Vater geraten? Hat dir da was Ja. ähnliches? Das war auch eine schöne Session. Also ich habe das ja, tja, es Hm? war auch sehr persönlich irgendwie. Na klar. Aber ich habe halt auch gefragt, was soll ich konkret unternehmen? Was ist der beste Weg für meine Lieben und für mich, ne? Gibt es einen Plan? Und dann hat er mir zuerst mal gesagt, dass er mich schätzt und so lieb hat und so weiter. Und dann ganz witzig habe ich Blätter genommen, einfach so, und da war auch so eins drinnen. Und ich weiß, das hat ein Schulkind für mich gezeichnet. Und Oh. so hat es für mich gezeichnet. Und das war dann genau dazwischen, also ganz süß, so als Engelchen habe ich gezeichnet. Und fand ich schon mal lustig, dass das drin war. Ja, genau. Dann hat er eben gesagt, wie sehr er mich schätzt und lieb hat und so weiter, und dass er ja nur in Gedanken weit weg ist. Das ist auch interessant. Also bitte bedenke, die Welt steht auf einer Klippe, einen Abgrund, verursacht durch das Handeln aus Gier und Macht und Hass und Selbstgefälligkeit. Es zieht das Dunkle an. Die können nur in der niedrigen Ebene Schwingung mächtig werden. Okay, und dann die Frage, wer sind die, die Dunklen oder das Dunkle? Dann die Antwort, die dunklen Mächte kommen aus verschiedenen Bereichen. Ein Bewusstsein, das sich stetig verändert. Eine Einheit aus abtrünnigen, einst lichten Entitäten. Auf der Erfahrungs-
Reise oder Erfahrungsreise, das Weise, Reise zu verstehen. Zerstörung ist ihre Kreation. Mhm. Dann noch die Frage, warum kann Zerstörung Neues erschaffen? Ja, aus Zerstörung wird Veränderung. Die Antwort dann. Aber wie kann diese dann gut werden? Die Antwort: aus dem Dunkeln wird Licht durch den allerkleinsten Mikrofunken an Liebe. Es gibt daher immer die Möglichkeit zum Erschaffen von guten, hellen, freundlichen, lebenswerten Welten für andere Wesen. Welten. Und überall gibt es diesen Gefühl der Liebe im Universum. Frage? Und jetzt bitte konkrete Anweisungsschritte, was kann ich tun? Und dann kam raus, ich umarme dich und umarme Liebe im Weg des Widerstandes. Sieh die Liebe und den Frieden in allen Zellen. Sei diese Liebe. Sei das Licht, die es zu mir. Dann die Frage, wohin ich zweifle, dann die Antwort. Wie den Lichtstrahl folgen. Nimm dir die Karte. Schau auf den Lichtstrahl. Die Zuversicht. Ja. Mhm. Frage, was ist das Lichtstrahl? Sind es Waylines oder was soll das sein? Und die Antwort, Liebe aktiviert sie. Rufe nach dem, und dann kam der Kompass, Norden, Süden, Osten, Westen, aber das war alles doppelt. Norden, Süden, Osten, Westen. Das war aufeinander. Was heißt doppelt? Also zwei Linien, Norden und Süden war oben und unten war auch Süden und Norden. Ach so, okay. Und Osten und Westen. Keine Ahnung. Ja. Und dann aber nur dann die. Du wirst mit ohne Monitor, ja. Ja, brauche ich den Monitor. Frage: dann habe ich noch nach meinen Kindern gefragt und du meintest, das ist okay. Doch, meine Mutter wird auch in Ordnung sein. Dann Frage, weiß aber noch immer nicht, ob ich hier jetzt alles stehen lassen soll oder alles verkaufen soll, das Haus, und irgendwo was anderes finden. Und dann die Antwort, geh in seinen Frieden und es wird dir gezeigt, hab Zuversicht. Und dann die Frage und die Zerstörung, die Antwort, die gebiert Neues, Gutes. Das alte Dunkle muss schwinden. Hab Hoffnung, Zuversicht und Liebe im Herzen. Du bist stark und geliebt. Ja, nun, aber das ist jetzt auch etwas, was man erwartet haben hätten könnte. Also erstmal natürlich die Zuwendung dieses Informationsfeldes für dich, logisch. Okay? Ja. Du hast es ja definiert. Ja? Das ist ja als dein Vater definiert. Da kann das Informationsfeld nicht anders, als dir Zuwendung zu schenken. Und das andere ist, ich fange mal anders an. Also die zwei, also ich denke immer, man sollte lieber Yin und Yang sagen, also so die beiden gegeneinander auch nicht kämpfenden, sondern gegeneinander wirkenden Kräfte. Das hatten wir im Engelsprojekt da sehr viel. Wir haben natürlich also die Guten definiert, um zu befragen. Ja. Aber es ist halt so, dass es eben diese beiden Kräfte gibt und die an der Realität zerren, wenn man so will. Und wir haben als Info bekommen, dass die beiden Kräfte ja eben nicht gut böse sind, sondern dass sie einfach unterschiedliche Ansichten über die Gestaltung des Universums haben. Verstehst du? Also die eine Ansicht ist, etwas aufzubauen, und die andere Ansicht ist, etwas niederzureißen. Und damit Platz fürs Aufbauen ist, sozusagen. Wobei die bauen nicht auf. Genau, eine Art kreieren. Ja, also das ist so, niederreißen bedeutet dann, so, das war mein Job. Jetzt kommst du.
Ne? Und die andere Seite ist nicht der Meinung, dass man dauernd alles niederreißen muss, sondern es geht ja auch mal, dass man was verbessern kann. Ja, ohne Niederreißen. Und das ist, soweit ich das aus diesem Projekt entnommen habe, im Prinzip der kosmische Dissens zwischen Kräften. Ja. Und ja, hast du natürlich auf der Erde auch. Ja. Du hast immer zwei Kräfte. Also es ist nie so, wenn du denkst, also da ist nur eine einzige Kraft und die ist gut oder böse oder sowas jetzt so, ja, sondern du erlebst halt eine Kraft, die gerade im Vorteil ist, die gerade upfront ist sozusagen, ja, die deren Wirkungsweise du gerade am meisten spürst, aber im Hintergrund ist die andere Partei, die also, sagen wir mal, missvergnügt zuschaut, dass diese Partei jetzt hier gerade die Oberhand hat. Das kannst Und sie du. schläft auch nicht. Also ist nicht so, dass die schläft auch nicht, die andere Nein, Partei. nie, nie. Und das ist witzig. Also ich erzähle ja immer, dass man erst reagieren kann, wenn man etwas bemerkt. Die Frage ist natürlich, wann bemerkst du etwas? Und da ist das alles natürlich eine Frage deiner Rezeptoren. Logisch. Ja. Kannst du deine Fühler ausstrecken, um etwas früher zu bemerken? Und wenn du das auf menschliche Parteien anwendest, also beispielsweise USA ist übrigens ein witziges Beispiel dafür, weil USA hat zwei Parteien, ja, die unterschiedliche Ansinnen haben, unterschiedliche Ziele. Kannst du definieren? Habe ich das mal erzählt? Habe ich dir das mal erzählt? Nee? Das ist ganz witzig. Und deshalb sind sie immer Gegner, obwohl sie im Prinzip beide wichtig sind. Nur darf keine der Parteien die Oberhand gewinnen. Ja? Und die eine Partei, das ist auch, also kannst du auf alles beziehen, ja? Die eine Partei sind halt die Erschaffer von irgendetwas. Also zum Beispiel Bauern, ja, die Lebensmittel herstellen, ja, und also den Boden bewirtschaften, die bodengebunden sind, ja, und deshalb also, wenn du so willst, sehr konservativ eingestellt sind, weil sie haben das Wissen von Generationen, das sie anwenden und das sie in Zukunft auch anwenden. Also das, was bleibt. Ja, und es war schon immer so und das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir so, weil wir wissen, das verspricht Erfolg. Also da wachsen halt die Rüben und werden groß oder sowas oder das Getreide wird groß und dann wissen sie, wann sie was säen müssen und so weiter, wann sie was mähen müssen und so weiter. Und das ist die erschaffende Partei, die natürlich jetzt also Waren erschafft, mit denen irgendwas angestellt werden muss. Und jetzt kommt die andere Partei. Die nenne ich dann immer so die Spekulanten. Ja? Die Verkäufer. Also auch die Waren, Transporteure, Verteiler und so weiter. Die dabei aber natürlich ihren Profit machen. Und das sind Aktionen, die mit vorhandenem arbeiten oder aber mit etwas, was nicht vorhanden ist, also was eben spekulativ ist. Ja, die handeln dann auch mit Waren, die nicht da sind, sozusagen. Also Leerverkäufe, du verstehst. Ja, so. Und natürlich ist alles gut, solange genug Ware ist und das Spekulantentum nicht überhand nimmt. Ganz simpel. Ja, ist jetzt aber keine Ware mehr da, kannst du eine Weile lang darauf spekulieren. Aber dann kannst du deine Anteilsscheine nicht essen. So, und dann hast du ein Problem und dann hat also die Spekulantenseite hat eine Weile die Oberhand gewonnen, aber
was daraus erwächst, ist halt eben gedrucktes Geld. Ja, und wenn du für gedrucktes Geld keine echte Ware mehr bekommst, ne, dann kannst du dieses Geld, naja, du kannst ja so eine wunderbare Tapete in deinem Zimmer machen damit oder so, ja. Das nennt man dann auch Inflation oder Hyperinflation und so weiter. Und es nutzt ja nichts, also wenn du dann noch mehr Geld druckst, weil, also entweder können die Leute, die also was herstellen, nicht liefern, oder sie wollen kein Geld, weil sie dafür nichts kaufen können. Und Ware haben sie ja selber. So what? Ja. Und dann kannst du sagen, ihr blöden Konservativen, ihr habt ja gar nichts Fortschrittliches an euch. Und dann sagen die anderen, na dann esst doch euren Fortschritt. Und dann müssen sich halt alle wieder in der Mitte treffen. Das heißt also, die Spekulanten müssen wieder runterkommen, ja, und sagen, wir schätzen eure Ware. Und die anderen sagen, gut, wir vertrauen euch, dass man für das Geld was kriegt. Tja, also so einfach ist die Welt. Ja. Und wenn natürlich aus irgendeinem Grund irgendeine Seite sehr viel Vorteile schlagen kann aus einer bestimmten Position heraus, dann hast du Weltuntergang in dem Sinne, dass die Welt, so wie sie gerade geordnet war, untergeht. Ja, also die DDR ist auch untergegangen, also für die Leute in der DDR, in der Regierung und so weiter, war es Weltuntergang. Also es ist alles nur eine Frage der Definition. Ja. Und naja, also soweit wir gucken können, geht die Erde nicht wirklich unter. Es gibt halt Krisensituationen und dann ist es gut, wenn man zur falschen Zeit nicht am falschen Ort ist. Ja. Das hast du schön gesagt. Ich könnte auch sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber das ist so eine Sache, das ist ja nicht ein Ort. Ja. Also ein falscher Ort, den kannst du durchaus definieren. Ein richtiger Ort, das kann ganz viel sein. Das Richtige an dem Ort ist, naja, dass du überlebst. Und dann ist natürlich die Frage der Ökonomie. Sicherlich kannst du in der Neumeier-Station auf der Antarktis überleben. Also denke ich, mit genug Vorräten oder sowas. Ja. Ist aber ziemlich unwirtlich. Das ist ja auch nicht so meins. Auf Also jeden Fall nicht lange. du kannst da den Tag damit verbringen, ein bisschen mit dem Schneepflug rumzufahren, ja. Das Oder hätte ich nicht so weit. Messdaten einzusammeln, ist auch mal ein bisschen. Also ich stelle es mir öde vor. Ich bin da, also so ein Wissenschaftler bin ich jetzt auch nicht. Ne? Da gibt es bessere Tools, letztlich. Ja. Und du kannst natürlich also zum Beispiel danach fragen, wo der nächste Ort ist, der okay ist. Ja. Und es kann natürlich, also im Zweiten Weltkrieg war es natürlich nicht mitten in Dresden, logisch. Ja. Sehr Auch nicht ungemütlich. mitten in Berlin, auch klar. Ja. Aber schon, was weiß ich, 30, 40 Kilometer außerhalb. Da war da nicht so viel. Ja. Und dann musst du gucken, dass du, wenn irgendein Unheil herannaht, dass du eine Art von Anne-Frank-Raum hast. Und wenn es nur eine Erdhöhle ist, hast du ja so fünf Freunde und so weiter, die haben auch so eine, bei Enid Blyton haben auch so Erdhöhlen, die haben sie dann bedeckt mit Gras und so. Und dann haben die Banditen sie nicht gefunden. Okay. Ja. Und dann musst du halt da ein paar Tage aushalten. Und dann sind irgendwelche Leute, die dir irgendwie an die Wäsche wollten oder so, sind dann weggezogen, weil da nichts mehr war. Kommst wieder raus und dann regelt sich das irgendwann und dann kannst du auch wieder irgendwo hingehen. Ja. Das ist alles so, ja.
Übersichtlich, ja. Auf jeden Fall ist die Stadt ein ganz, ganz schlechter Ort in Krisenzeiten. Ich auch, dass das so sein könnte. Ja. Ich meine, die 80er Jahre waren geil in Berlin, ja, wirklich, klar. So, Weißt ist schon ja. klar, ne? Und nach Mauerfall, dann wurde die Spekulantenpartei übermächtig. War ja genug Ware da, also Land und so weiter. Ja, okay. Weißt du, Well. hast du? Alles. Achso, weißt du, Oh well. ich wollte ja was, ich habe ja was gefunden. Also es gibt ja, ich sammle ja so eine Bücher, wo sich die Leute Gedanken gemacht haben, um die Welt in 20, 30, 40, 50 Jahren oder sowas. Ja? Was ganz witzig ist, wenn die Bücher in 50er Jahren zum Beispiel rausgekommen sind, das ist sehr lustig. Wobei da manche Sachen also knallhart stimmen. Und Arthur C. Clarke hat in den 70er Jahren ein Buch geschrieben, wo er sich dann auch so die Welt 2000 oder so, wo er aber dann auch sagte, also man muss sehr, sehr kreativ sein, aber bestimmte Sachen lassen sich auch einfach weiterdenken. Und hat dann auch tatsächlich die perfekte Telekommunikation weitergedacht. Aber auf eben einem Niveau, der diese Telekommunikation nicht hat, weiter spekuliert. Und das ist dann das Problem. Also ich kann ja das mal, ich habe es hier mal rausgezogen. Also er schreibt hier so, also was wir dann, also Glasfaserkabel und so weiter, hat er dann schon angemerkt, ja, und hat dann private Radiotelefone, die wie Armbanduhren getragen werden und Aufgaben wie Ortung, medizinischer Überwachung, Polizeialarm, Suchmeldungen und Notruf erfüllen können. Gut, man kriegt sie nicht am Arm. Na schon jetzt mit den Smartwatches, klar. Ja, gut, okay, aber also es geht ja hier um die Funktionen, ne? Es geht um die Funktionen auch eben Ortung, also Verwaltungsaufgaben und Kommunikation, also Radiotelefon, ne? Kommunikation. Und dann schreibt er, das ist das Ende der politischen Zensur. Und jetzt kichern wir alle. Ja, er schreibt, wenn alles mit kleinen, leicht versteckbaren Geräten zwischen allen Orten der Erde empfangen und gesendet werden kann, hat die Politik keine Chance mehr, globale Radio- und Fernsehnetze von hoher Qualität, die auf jedes erdenkliche Thema spezialisiert sind. Das heißt also, er hat spekuliert, dass jeder was machen kann und es gibt keine Konzerne oder sowas. Ja? Und das war der Denkfehler. Ja? Das ist der Denkfehler aus den 70er Jahren, 60er noch vorher, wo man sich noch, also gab es auch schon vorher, die dogmatische Information eines ganzen Volkes war im Zweiten Weltkrieg gang und gäbe. Ja? Also wenn du den was anderes gehört hast, war es ein Feindsender, durftest du nicht. Also da war es schon. Du bist ja immer an irgendeinem Ort. Und an irgendeinem Ort haben irgendwelche Leute, die auch diesen Ort beherrschen, den Finger auf dich. So what? Ja, und die können dann aufpassen. Also wenn du hier mit deinem Handy da schon alles orten kannst, können die dich auf dein Handy orten. Ja? Und dann können sie auch reingucken, ob du Feindsender guckst, zum Beispiel. Ja, und Feindsender ist dann halt immer das andere. Genau, also da habe ich eine schöne Geschichte noch von meinem Cousin meiner Mama. Also es war eigentlich ja, so eine Art Onkel für mich und dann später auch mein Papa-Ersatz irgendwie. Da ist tatsächlich, da haben wir gewohnt neben Mauthausen damals, ne, 45 Frühjahr.
Gab es einen Ausbruch in dem Lager und dann wurde über die Propagandanachrichten verbreitet, dass das alles Schwerstverbrecher sind, dass man die gleich platt machen darf, beziehungsweise sind alles Verbrecher. Und, okay, aber meine Großtante, die hat eben Schwarz gehört damals, ja, und hat herausgefunden, dass das auch nicht stimmt. Und dann hat sie im Stall tatsächlich einen russischen und zwei Buben gefunden, also die waren so 17 Jahre alt, die haben sich dort versteckt. Und sie wusste, sie hat die dann wirklich bis zum Kriegsende dort versteckt, weil sie da sehr religiös. Und das Interessante ist auch noch, dass ihr Sohn, der war 17, also war auch so alt wie die zwei, der sollte auch an die Front gehen. Und dann kam der aber zurück, weil er so Angst gehabt hat, dass er ist geflohen. Und dann hat sie den Sohn mit dem ukrainischen und dem russischen, also damals war ja das Gleiche, hat sie die versteckt noch 3 Monate bis zum Kriegsende. Ja. Ja, man muss es so durchschauen. Also, dass du halt an einem Ort bist zu einer Zeit und mit einer, also da hat sich ja echt nichts geändert. Und mich wundert, also hier die von Arthur C. Clarke, immer ein bekannter Autor und Wissenschaftler, dass der also über diesen Schatten beim Denken nicht springen kann. Er war ist echt erstaunlich. Also, was ich überhaupt festgestellt habe, dass die Entwicklung der sozialen Verhaltensweisen, die wir mit Einführung des Handys haben, wo man heute sagt, naja, logisch, ja, wenn du so ein Gerät hast, was du mitschleppen kannst, was alles kann, das ist ein Suchtfaktor. Hat man nicht bedacht. Echt? Hat man nicht bedacht. Ja, weil man es nicht in Betrieb hatte. Weil all diese ganzen Geräte, die man für diese Informationsbeschaffung benutzte, irgendwelche größeren Standgeräte waren. Ja, oder was weiß ich, Transistorradio, so hier in der Armbeuge, so Ghetto Blaster mäßig oder sowas. Darunter gab es das noch nicht so richtig, also jedenfalls nicht mit dieser Funktion. Ja. Und da hat das Denkding einfach nicht mitgemacht. Das ist erstaunlich, ja. Und das erleben wir ja jetzt hier auch dauernd in Sessions, wenn wir irgendetwas bekommen als Zustand zu einer Zeit, und das ist irgendwie komisch, haben wir sehr große Probleme festzustellen, wie das denn sein kann, dass das dann mal ist, wie das denn werden kann, welche Entwicklungen dazwischen sind und so weiter. Ja? Oder hättest du gedacht, vor 2 Jahren, was wir jetzt hier haben, und was wir hier in den Sessions, was ich jetzt hier vorgestellt habe, ja, in den Projektberichten, das ist eindeutig, ja, das ist jetzt da, und wir haben wirklich überlegt, weil es war nicht richtig rauszukriegen, welche Faktoren alle ganz genau verantwortlich sind, dass dieses abstruse Endergebnis kommt. Und letztlich, ja, letztlich war es oder ist es die Information, dass wenn du hier in einer Abwehrhaltung eingerastet bist, möchtest du, wenn etwas befreit wird, diese Abwehrhaltung gar nicht aufgeben. Dann möchtest du weiter so durch die Gegend laufen. Ja? Das ist sehr spannend. Ja, also wirklich gesellschaftsbreites Stockholm-Syndrom. Ja? Ja. Aber auch sehr interessant, vom Schulischen her gesehen, also von der Schule. Ich meine, alle haben diese Klassiker gelesen. Hm. Ja, nutzt nichts. Ja, nutzt absolut nichts. Danke für deine Sessions. Also was ich total spannend finde, ist immer, naja, es ist auch teilweise langweilig, ja, alle kommen auf die gleichen Sachen. Du auch im Prinzip. Ja? Es ist, du hast jetzt ein Problem gehabt, dass du hättest noch ein paar schlaue Fragen stellen können. Ja? Aber vom Inhalt her, ja, ne?
Ja, Sehr spannend. tut mir leid. Wie gesagt, na, also pack deinen Koffer, stellen in den Flur, beobachte die Ereignisse. Genau, das machen. Und Ja. kontaktiere Marco oder Micha oder sonst wie so, ja, diese Leute. Muss da halt einen Zoom machen, geht auch. Und Ja, dann nicht jetzt. gucke mal nach, genau, wo der Ort ungefähr und wie weit und welche Ereignisse vorher stattfinden. Ja, wie soll man sagen? Viel mehr kannst du nicht tun. Ja. Was willst du machen? Ja. Naja. Hier, das ist auch noch lustig hier. Orbitale Zeitungen, die alle paar Sekunden auf den neuesten Stand gebracht werden. Ich finde ja die Wortwahl, also ja, die Wortwahl ist immer sehr charmant. Sehr schön. Ja. Aber ja, elektronische Postübermittlung, klar, ne, das haben wir inzwischen alles. Auch Bildübermittlung und so weiter. Globale Bibliotheken, ja, Internetdatenbanken Fernsehsafaris. Haben Okay. wir noch gar Ja. nicht richtig gemacht, wa? Alles Virtuelle Löwen spannend. schießen. Ja. Gibt schon. Ja gut, aber das ist dann alles virtuell. Ja. Aber das sind richtig. Das sind richtig. Das wäre ja Ja. nochmal interessant. Ja. Naja gut, okay. Dann mietest du eine Drohne. Zum Beispiel. Ja gut, ich glaube, der Ton war ziemlich scheiße. Wir lassen das mal. Ich höre mir das nochmal an, ob es irgendwie da ein Way Out gibt, aber ist ja schon. Oh, hallo. Ach, scheiße. Wir haben wieder ganz schön lange gequatscht, Ja, wa? Okay. Ich muss jetzt ganz schnell noch Essen machen. Meine kleine Tochter wird mich verprügeln. oh, die Arme. Ja, Ah. also. Danke dir für deine Zeit und deine Aufklärung. Ist ja wirklich irre, dass man immer auf die gleichen Sachen kommt, wa? Irre. Zum Spannen. Ja. Mach's schön. Was? Tschüss. Ciao.